So, wenn es richtig nass ist, empfehle ich auf alle Fälle, dass man die Felle wachselt. Ich verhindere somit das Anstollen, das heißt, dass Schnee am Fell kleben bleibt. Einfach das Wachsel in Laufrichtung am Fell aufreiben. Wenn wir oben am Berg angekommen sind, müssen wir natürlich die Felle fürs Runterfahren wieder vom Ski runtergeben. Das funktioniert am besten, wenn man den Ski auszieht und einfach das Fell vom Ski löst. Es gibt jetzt dann zwei Möglichkeiten, wie man die Felle zusammenklebt. Ich mache das am Berg so, dass ich Kleber auf Kleber klebe, weil es einfach zu Hause eh zum Trocknen sind, die Felle. Und wenn man dann zu Hause ist, gibt es dann noch eine Folie und die eignet sich dann am besten zum Aufbewahren von den Fellen. Wenn man das Fell dann schön zusammengelegt hat, empfehle ich auf alle Fälle, das Fell in die Jackentasche zu geben, wenn man dann auch noch einen Aufstieg hat. Dadurch ist da ein bisschen wärmer bleibt am Körper. Man kann es natürlich auch noch eine Schicht weiter reingeben und dann klebt es wieder besser für den nächsten Aufstieg. Wenn man aber dann nach Hause fährt, kann man es ruhig in den Rucksack hineingeben.